ganz großer des Skisports sorgte beim Nationalliga West Derby für den Auftakt. Marc Schiavarelli warf den ersten Puck und gab so die Partie unter Anführungszeichen frei. Auf dem Eis übernahmen die in Ball spielenden Gäste aus Innsbruck von Beginn an das Kommando. Paimont probierte es in Überzahl von der blauen Linie. Echtler mit dem Rebound, aber machreich konnte klar. Feldkirch tat sich am Beginn schwer. Immer wieder verpufften die Angriffe und die Tiroler hatten viel Platz für schnelle Breaks. In der 8. Minute genau so eine Situation. Plötzlich hatte Schönberger Platz ohne Ende. Völlig ungehindert durfte er ins Angriffsdrittel einfahren und auch abschließen. Und schon führte Innsbruck in der Vorarlberghalle 1:0. Die FPAVU darauf ein wenig aggressiver. Schnell wurde der Abschluss gesucht. Die Aktionen, wie hier von Ferrari, aber einfach zu harmlos. Und so ging es erstmals in die Kabine. Im zweiten Abschnitt das gleiche Bild. Wieder waren die Gäste aus dem Tirolerland spielbestimmend, die VU Feldkirch dazu noch in Unterzahl und auf einmal ging es ganz einfach. Lindner mit dem Schlenzer, Echtler fälschte ab und Innsbruck führte 2:0. Gespielt waren genau 23 Minuten und 21 Sekunden und die Gäste drückten weiter. Fox hier einmal mehr mit dem Freifahrtschein, auch er durfte ungehindert abschließen und auch Machreich schaute nicht gut aus. Innsbruck führte in der Vorarlberghalle 3:0. Während die Tiroler jubelten, verstand der VU-Keeper die Welt nicht mehr. Feldkirch-Coach Lampert reagierte, nahm ein Timeout und erlass seinen Mannen die Leviten. Der Plan schien zunächst zu funktionieren. Gauthier spielte die Scheibe tief in die Zone, Divis legte quer und Foster mit der Möglichkeit, Seidel hielt seinen Kasten aber sauber. Die Innsbrucker mit ihren Angriffen wesentlich effizienter. Fast wie im Training konnte kombiniert werden. Pede Villa hier mit dem Abschluss. Machreich konnte zwar klären, aber Fox war zur Stelle. Die Haie lagen schon 4:0 in Führung. Die Zeit 36 Minuten und 41 Sekunden. Noch war das zweite Drittel aber nicht zu Ende. Feldkirch versuchte dagegen zu halten und kam auch zu einer Chance. Maczynski setzte sich hier gut durch, scheiterte dann aber ebenfalls an Seidel. Kurz vor Ende des zweiten Abschnitts legten die Gäste noch einen drauf. Fox wurde von der VU-Defensive schlicht und einfach vergessen. Der Routinier mit dem guten Haken und schon lagen die Innsbrucker 5:0 in Front. 10 Gegentore in 2 Heimspielen war eindeutig genug. Die VU war im letzten Drittel auf Schadensbegrenzung aus. Und die gelang auch. Maczynski setzte hier gut nach und traf zum 1:5. Nur 2 Minuten später fischte sich Gauthier das Spielgerät, zog auf und davon und scorte zum 2:5. Mehr war an diesem Abend aber nicht mehr drinnen. Die VU Feldkirch unterlag Innsbruck vor eigenem Publikum klar. Ich denke, dass das Spiel am Anfang offen war, dass das Spiel am Anfang nicht wirklich für uns gelaufen ist. Wir haben keine Powerplay-Möglichkeit gekriegt. Innsbruck, glaube ich, 4 Stück hintereinander, 5 Stück hintereinander. Hat das natürlich wehtun. Sind dann ja ein Konter gelaufen, wo sie das 1:0 gemacht haben. Und natürlich, wenn Innsbruck führt, dann ist es schwer gewesen zum Spielen. Sie sind eine clevere Mannschaft, eine gute Mannschaft. Wir haben dann mit allen Mitteln versucht zum Gegenheber. Kommt dann sicher dazu, dass wir ganz einfach im ersten Drittel nach 6 Minuten schon der Judex wieder verloren haben. Dass der Machreich sich gut 10 Tage eigentlich mit Grippe eigentlich mehr im Bett liegen sollte wie da. Aber ja, es interessiert am Schluss niemand. Klar ist noch, dass das einigermaßen gegen gelaufen ist, aber es gibt keine Ausrede. Wie gesagt, am Schluss steht 5:2, das zählt und das ist nicht gut genug.